Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das heute mal an dem Datum rauskommt, wo ich es auch gedreht habe. Denn wenn ihr mal aufs Veröffentlichungsdatum schaut, könnt ihr sehen, heute haben wir den 10.08.2015. Vor genau einem Jahr habe ich begonnen. Naja, vor genau einem Jahr habe ich nicht begonnen. Wo ist denn meine Uhr hin? Meine Uhr ist weg. Auf jeden Fall, wie viel Uhr haben wir denn gerade? Ich filme jetzt gerade mit meinem Handy, daher kann ich das jetzt auch nicht sehen. Habe ich denn hier noch eine Uhr? Sonst habe ich hier keine Uhr. Ja. Also, ich glaube, eben war die eben an. Nee, was war denn eben an? Weiß ich nicht mehr. Jetzt müssten wir 8:30, glaube ich, haben. Sagen wir mal 8:30 oder so. Weiß ich jetzt nicht. Und jetzt ist schon eine Minute vergangen. Ja. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ich glaube, 7 Uhr oder 7:30 letztes Jahr habe ich begonnen mit dem ersten Part, mit den ersten drei Parts von Banjo-Kazooie. Und heute zeige ich euch mein erstes Let's Player-Jahr. Denn jetzt bin ich ein Jahr alt. Ich bin jetzt schon ein Jahr Let's Player. Hab leider nur 14 Abonnenten bekommen. Leider auch nur 2841 Aufrufe, glaube ich. Weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht geschaut. Auf jeden Fall habe ich ja vor kurzem noch das Video, das Update von Minecraft gedreht. Und ja, das hat 10 Klicks, 10 Aufrufe bis jetzt, bis gestern. Ja, beginnen wir doch einfach mal. Also, ich zeige euch jetzt erstmal die alten Let's Plays, die ich im letzten Jahr jetzt alle vorgestellt habe. Da ich die jetzt nicht hier habe, sage ich sie euch mal. Also, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, Gruntis Rache. Ein Versuch für Banjo-Pilot. Auch ein Versuch für Banjo-Tooie 2015. Leider nur zwei Parts. Das wird sich auch ändern. Pikmin 1. Zwei Versuche. Leider nur 18 Parts beim ersten. Und 4 Parts beim zweiten. Ein Anlauf für Ab durch die Hecke. Beim ersten Part hatte ich 351 Aufrufe. Warum auch immer. Ja, beginnen wir einfach. Also, heute beginnen wir mit den neuen Let's Plays. Wir beginnen mit der ältesten Spielkonsole. Das ist hier der GameCube. Wir starten nach Pikmin 1 natürlich. Pikmin 2. Die Pikmin-Reihe geht in die zweite Runde. Ihr seht auch schon,
2 neue Pikmin-Arten gibt es. Naja, eigentlich 3. Und ja, das ist jetzt die Beschreibung, denn ich war gestern noch, ich habe jetzt am Wochenende bei meiner Oma übernachtet. Das heißt mal wieder, deswegen ist auch wahrscheinlich meine Uhr weg. Felix war wahrscheinlich wieder in meinem Zimmer. Wer nicht weiß, wer Felix ist, das ist mein Bruder. Also entweder war der in meinem Zimmer oder meine Schwester immer. Weiß ich nicht. Also und, ja. Da mir es gestern zu langweilig war bei meiner Oma, bin ich wieder, habe ich mein 3DS geschnappt. Meine 2 Spiele, wo ich mitgenommen habe auf dem 3DS. Und noch was anderes und... Ja, mein Handy. Denn das war leer. Ich hatte da viel aufgenommen. Auch mit meinem 3DS. Und da habe ich Pikmin mitgenommen. Habe es leider nicht gespielt. Und habe es vergessen. Ich habe ganz vergessen, dass es heute ein Jahr ist. Also Pikmin 2. Ein Strategiespiel. Hier ist noch die Geschichte vom ersten Teil. Ja, und hier die Steuerung. Könnt ihr ja auch gucken. Hier, so sieht das Ganze aus. Das ist eigentlich noch relativ normal, außer das da, das ist jetzt neu. Und das da auch. Und der da ist auch neu. Das ist Louis. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Das ist der gesetzte Präsident. Geschätzter Präsident. Entschuldigung. Ja, was können die Pikmin alles? Gegner bekämpfen, Hindernisse überqueren, Schätze tragen und Wände einreißen. Ja, also das ist alles sehr schön. Ihr seht, das ist mit Knete gemacht. Das haben die mit Knete gemacht. Hier vorne sieht man das. Da. Das ist mit Knete gemacht. Da habe ich auch noch etwas. Ja, also Pikmin 2 wird kommen. Ob es das erste neue Let's Play ist, weiß ich nicht. Ja. Kommen wir als nächstes zu Ice Age 2. Jetzt taut's. Das war auch ein Anlauf. Es gab einen Part. Das geht noch weiter. Hier, das ist ziemlich blöd. Ja. Und wahrscheinlich wird da keine Anleitung drin sein, nein. Ich habe davon eine Anleitung, aber ja. Also das Spiel kennt ihr ja schon. Ihr könnt ja mal gucken. Könnt ihr ja mal eingeben. SH2. Jetzt taut's. Ich dachte nicht so viel zu gut. Denn da hört ihr immer das Flügelgeräusch. Okay. Da haben wir Super Mario Sunshine. Wird leider nicht 100%. Ich kenne es nicht. Es ist also halb blind. Blind. Tut mir leid. Ja. Meine Mama hat das auch mal gespielt. Letztes Mal. Da hat sie gesagt, das ist zu schwer. Ich bin bis in die 4. Welt gekommen. Da habe ich den Robo-Bowser nicht geschafft. Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Spiel. Nur das mit diesen ständigen Piranha-Blumen. Das hetzt mich immer. Ja, also ein schönes Spiel. Ja, warum wird es nicht 100%? Wegen den blauen Münzen. Da ich die nicht gerne finden möchte oder nicht finden kann. Warum auch immer. Das waren die GameCube-Spiele. Wartet mal, ich guck mal. Nein, das mache ich nicht. Dann ist älter. Was ist denn älter? Die Wii. Ich sag mal die Wii, ja. Die Wii ist älter. Und zwar haben wir da 2 Spiele. Und zwar Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2. Manche sagen, der zweite Teil ist besser. Da bin ich aber nicht weitergekommen, glaube ich mal. Ich weiß nicht mehr wo. Das hier, da hatte ich
Das hatte ich noch nie fertig gespielt. Aber ich könnte es fertig spielen, möchte ich aber nicht. Davon gab es ja 3 oder 4 Parts. Nein, 4 habe ich aufgenommen und 3 gab es. Ja. Wir starten also dieses Let's Play erneut von vorn, wie die anderen auch. Super Mario Galaxy 2 startet direkt nach Super Mario Galaxy 1. Obwohl man das hier eigentlich auch als erstes spielen kann und dann das hier, weil im ersten Teil gibt es ja diese Rosalina. Die müsstet ihr ja auch von den Amiibos kennen. Apropos Amiibos, 2 stelle ich nachher auch noch vor. Habe ich nämlich zu meinem Geburtstag bekommen. Ich hatte ja im Juli Geburtstag. Ich bin also ein Krebs. Ja. Wo bin ich denn nicht weitergekommen? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein schönes Spiel. Und ja, Super Mario Galaxy. Gut. Jetzt haben wir 4 Spiele und zwar Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie, die Xbox Live Arcade Version. Ja, warum Banjo-Tooie nicht erstmal die N64, ach, ich muss mich mal hinlegen, die N64 Version, ja, weil ich jetzt mehr davon von dieser beeindruckt bin. Ich habe sie noch nicht gespielt. Ich habe ja nur schon mal einen Netztest gemacht. Letztes Mal habe ich die gekauft für 14 Euro oder so. Und Banjo-Kazooie hatte ich schon länger. Und das hatte ich letztes Mal auch schon durchgespielt, damit ich Erfolge bekomme. Allerdings auf dem Profil Marcel. Ich habe ja... Was habe ich denn alles auf der Xbox? Ich habe... Ja, ich habe Schimmelfloh, also mein Dings, wo ich immer aufnehme. Minecraft, also. Dann habe ich Strolli 24, Strolli 24 2, Strolli 23, Player 1, Player 2, Player 3, Player 4, Player 5, Player 6, Player 7, Player 8, Player 9, Player 10, Player 11. Dann hat meine Mama noch ein Profil. Und natürlich Felix und Emma auch noch. Ja. Es war ja auch die Gamescom diese Woche, also letzte Woche, ja. Und zwar von Mittwoch bis Sonntag. Leider habe ich Samstag und Sonntag nicht gesehen. Und eigentlich sollte ja am Freitag, sollte ja Looks Like Link noch. Sollte ja noch Mario Maker spielen. Das habe ich leider verpasst oder er hat sie überhaupt nicht gespielt. Weil am Freitag, wahrscheinlich abends, ja, er hat ja auch so ein Video gemacht, wo er das gesagt hat, aber ich habe es wieder vergessen. Achso, ich habe auch ein Autogramm von, wie heißt der? Also ich war nicht dort, aber ich habe, komischerweise, meine Mama hat ein Autogramm von N. Verkalti, wie man auch immer das ausspricht. N. Verkalti oder Verkulti. Das kann ich euch mal zeigen. Wenn ihr mir es glaubt. So, ich muss es gerade holen. So, hier. N. Verkalti. Hier hat er nochmal unterschrieben. Dann wahrscheinlich. Oder? Warte mal, wo ist das W da? Oder W? Das ist nämlich W. So, was er da hingeschrieben hat, weiß ich nicht. Wizard, irgendwas. Ja. Also, N. Verkalti. Oder wie man das so spricht. Ja, cool. Brauche ich leider nicht. Also, Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade. Natürlich, Minecraft. Minecraft Xbox 360 Edition Staffel 3 oder S3. Nicht, ich wollte schon gerade sagen S2. Ja. Aber nein, Staffel 3. Ich habe es ja schon angekündigt bei dem Update, das ich noch nicht hochgeladen habe. Auf jeden Fall, es gibt ja eine neue Playlist, die heißt Minecraft Updates. Und da zeige ich euch also die ganzen Updates von der Java-Version oder auf, ja, auch von der Xbox-Version. Ja. Also, Minecraft. Bam!
nach Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie Xbox Live Arcade kommt dann auch noch Banjo-Kazooie, Schraublocker oder Nuts and Bowls. Der dritte Teil. Es sollte ursprünglich der dritte Teil sein. Doch dann ist Banjo-Kazooie Grundys Rache noch rausgekommen. Also, haben wir bloß noch ein Spiel, bevor wir zu den Knet-Menschen und den Amiibos kommen. Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Der zweite Versuch, für alle Parts hochzuladen. Ich habe sie alle auf CD und kann sie wann immer ich möchte hochladen. Doch leider, das passt jetzt nicht so. Das habe ich im Dezember aufgenommen, ja. Es ist bald schon wieder Dezember. Und ich würde sagen, bis Dezember hätten wir das ja fertig. Natürlich, nächstes Jahr kommt dann Minecraft, ganz normal, Minecraft Java, Staffel 1. Und natürlich, Legend of Zelda, der Vorgänger, A Link to the Past. Warum erst das hier? Weil A Link to the Past schwierig ist auf dem Gamecube. Ich meine auf dem Gameboy. Ja, ich spiele es auf dem Gamecube, ja, weil ich den Gameboy-Player habe, oder wie das Ding heißt. Ja, jetzt kommen wir zu den Amiibos. Nein, erst zu den Knetmenschen. So, das sind die Knetmenschen, die ich geknetet habe. Sie sind immer noch weich, obwohl ich die für eine Woche geknetet habe. Ein rotes Pikmin. Ja, die Dinger fallen immer wieder auseinander. Deswegen sehen die so komisch aus. Sein Knick ist schon gebrochen. Er hat so eine komische Nase. Also die haben, wie ich sie geknetet habe, haben sie besser ausgesehen. Da haben wir ein lilanes Pikmin aus Pikmin 2. Ein dickes Pikmin mit seiner Haare. Die sehen aus wie Ohren. Ja, leider habe ich die Blüten nicht gemacht. Dickes Pikmin. Dann das kleinste Pikmin, das weiße.
ja schon 3 Zentimeter groß und was gerade ist die Aufnahme irgendwie abgespielt. Okay, also da. Ein rotes Pikmin. Ich muss schnell machen. Dann ein Pikmin aus Pikmin 3. Ein Stein-Pikmin. Eine Bio habe ich ja leider noch nicht. Werde ich aber an der Weihnachten kriegen. Dann, das hier ist mir misslungen. Das ist auseinandergefallen. Und deswegen sieht das so aus. Auf jeden Fall wartet ihr darauf, bis es wieder Neues gibt. Das ist auch von Pikmin 3. Das hier habe ich einfach so geknetet. Ich glaube, das soll Patrick sein. Von SpongeBob. SpongeBob meine ich. Dann habe ich hier noch so ein Weberknecht oder so, wie das Vieh heißt. Von Pikmin 2. Dieser Boss da, diese gelbe Spinne da. Ja. Dann Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Haben wir... Komm her. Grundhilda aus Banjo-Kazooie. Mit ihrem Besen. Der so langsam wieder... Genau. Was ungewöhnlich ist an Grundhilda, ist ihre Haare. Sind ihre Haare. Sie hat nämlich Haare. Ja. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, Grundhilda hat nämlich Haare. Zwar nicht, sind die Haare nicht so aus wie hier, aber ist egal. Ich finde, die ist mir sehr gelungen. Auch mit den Füßen, die hat ja so eine Dingsfüße, ja. Dann haben wir, kommst du her? Mingella, Grundhildas jüngere Schwester. Ja. Die sieht ein wenig komisch aus. Vor allem, weil sie keinen Mund hat und keinen Hals. Und überhaupt nichts. Da ist ihr anderer Arm. Und da sind die Füße. Ja, die fällt mir immer auseinander. Ja, sie lässt den Kopf immer hängen. Das ist eine Blume. Und auch Wasser. Da haben wir noch Blobelda. Die Haare sind mir sehr gelungen. Wirklich. Ich habe dafür einen 3DS-Stift benutzt. Ja, da habe ich ja hunderte davon. Ja, die guckt ein wenig nach vorne. Egal. Kommen wir nun zu den 2 Amiibos. Wir haben Amiibo Nummer 1. Amiibo Nummer 1 ist Mario. Ja. Und ich muss mich beeilen. Also, Mario. Sehr hübsch. Und Amiibo Nummer 26. Sonic. Ja. Dieser Sockel ist blöd. Warum? Warum muss das immer passieren? So, der ist irgendwie auseinandergefallen, als ich den letzten Mal hingestellt habe. Da ist er, glaube ich, runtergefallen oder was? Auf jeden Fall, wie ich wieder zurückgekommen bin, hat er wieder da gestanden. Und zwar ohne den Sockel. Der Sockel war auf dem Boden. Wahrscheinlich hat einer meiner Geschwister ihn runtergeschmissen oder so. Habe ich auch an meinem Geburtstag bekommen. Sieht sehr hübsch aus. Außer... Wo ist das jetzt? War das bei Mario? Weiß ich nicht. Also das war es also von meinem ersten Let's Player Special. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.